mit Anja Petzold. Herzlich willkommen am Montag. Ja, neue Woche und neue Themen. Darüber berichten wir heute. Der Bundesrat stellt Verbotsantrag. Wie stehen die juristischen Chancen, die NPD zu verbieten? Magie der Moore. Jan Haft dreht atemberaubende Naturfilme mit technischer Perfektion. Und schnell, schneller Rohleder. Europas beste Hürdensprinterin auf dem Weg zu einem Olympiatitel. In Sachsen-Anhalt wurde erneut eine Flüchtlingsunterkunft angegriffen, wieder in Gräfenhainichen. Und am Wochenende wurde das ehemalige Bürogebäude in einem Gewerbegebiet am Stadtrand zum 7. Mal Ziel eines Anschlags. Diesmal wurde geschossen. Zum Zeitpunkt der Tat waren 2 Wachleute in dem Objekt und 2 Polizisten in unmittelbarer Nähe. Die Polizei ermittelt, der Tatbestand, versuchte Tötung in Gräfenhainichen. Ein halbes Jahr ist vergangen, seitdem Sie Damaskus verlassen haben. Ihre Flucht hat Sie bis nach Erfurt geführt, Salma und ihre Familie. Eine von hunderttausenden Flüchtlingsgeschichten, aber eine der wenigen, die in einer Langzeitbeobachtung vorgestellt werden. Vom ersten Aufenthalt in einer Messehalle über einen Sprachkurs bis hin zum Einzug in eine Gemeinschaftsunterkunft hat unser Kamerateam die syrische Familie begleitet beim Ankommen in Deutschland. Muss eine Partei, die gegen die Grundwerte der Verfassung agiert, verboten werden? Oder muss eine rechtsstaatliche Demokratie selbst Demokratiefeinde aushalten können? Diese Frage stellen sich ab morgen die Richter des Bundesverfassungsgerichtes, wenn sie den NPD-Verbotsantrag des Bundesrates verhandeln. Umfangreiches Beweismaterial und Belege haben die Bundesländer dafür zusammengetragen, auch aus Sachsen. Neuer NPD-Verbotsantrag. In Leipzig ist eine Bande von Einbrechern unterwegs, die sich auf Geschäftseinbrüche spezialisiert hat. Und jetzt sind sie wieder brutal in einen Restpostenmarkt eingebrochen. Und das ist jetzt auch beweisbar. Sie wurden nämlich dabei gefilmt. Einbrecher beim Beutezug. Die Sportvereine in Thüringen können sich freuen, denn erstmals seit 10 Jahren sind die Mitgliederzahlen wieder gestiegen. Wie der Landessportbund Thüringen mitteilte, gab es im vergangenen Jahr knapp 4.000 neue Mitglieder. Insgesamt gäbe es damit knapp 370.000 Mitglieder. Vor allem die über 50-Jährigen organisieren sich wieder mehr in Vereinen. Und nun weitere Meldungen aus den Ländern in 1:30. Tausende Menschen sind am Wochenende wieder in mehr als 20 Städten in Polen auf die Straße gegangen, um gegen die Politik ihrer Regierung zu demonstrieren. Die Rechtskonservativen haben bei den Wahlen im Herbst einen überragenden Sieg errungen und seitdem krempeln sie das Land um. Die Verfassung, die Spitzenposten in öffentlich-rechtlichen Medien, das Management wichtiger Betriebe, alles ist im Wandel. Deutschland und andere europäische Nachbarn sorgen sich angesichts dessen um die Demokratie in Polen. Umbrüche im Nachbarland. Genau, noch mehr Informationen zu den Entwicklungen in unserem Nachbarland Polen sehen Sie also heute Abend bei Fakt ist 22.05 Uhr. Zahlen und Hintergründe, die finden Sie im neuen Internetangebot des MDR, also übersichtlich und aktuell im neuen Design, jetzt auch auf dem iPad oder auf Ihrem Smartphone abrufbar. Er ist ein ganz großer seiner Zunft, Anselm Kiefer. Beliebt bei den Franzosen, in Deutschland aber tun sich die Kritiker eher schwer mit ihm. Zu deutungsschwer, zu deutsch sei er, heißt es oft. Und seine Werke zeigt er deshalb nur selten in Deutschland. Umso erstaunlicher ist es, dass wir jetzt doch etwas von ihm sehen, in Leipzig im Museum der Bildenden Künste. Sein Stil ist unverkennbar. Zeitlupen und Zeitraffer, Makroaufnahmen und bewegte Kamera machen für das Auge kaum sichtbare Vorgänge erlebbar und decken verborgene Zusammenhänge auf. Seine Filme lassen den Zuschauer tief in eine ihm anscheinend bekannte Welt eintauchen und diese völlig neu entdecken. Und dabei werden nicht nur dem Auge immer wieder neue optische Höhepunkte geboten, sondern auch scheinbar sichere Erkenntnisse in Frage gestellt. All das gelingt Naturfilmer Jan Haft. Beeindruckend. Und jetzt ist er bei uns, Jan Haft. Herzlich willkommen. Also die Stimme von Axel Milberg, das ist ja wirklich genial, oder? Er zelebriert da jedes Wort. Das stimmt. Das ist Glücksgriff. Wie kamst du der Zusammenarbeit? Wir haben ihn einfach angefragt, das heißt seine Agentur, und waren eigentlich überrascht, dass er so relativ schnell zugesagt hat. Und er hat uns dann erzählt, bei den Aufnahmen, bei den Tonaufnahmen sitzt man jetzt. Aber was war der Auslöser? Moore sind einfach super Lebensräume. Das ist einfach eine spannende, nass und sumpfig. Da trifft man eigentlich nie jemand. Auch wenn die Moore oft klein sind, ist man da manchmal wie in so einer versunkenen, vergessenen Welt und kann da ganz viel entdecken. Wie viele Moorlandschaften der ursprünglichen gibt es denn heute überhaupt noch? Also man sagt, dass 95% verschwunden sind. Also hier vor allem Pflanzen gesehen, aber sie begegnen ja auch den ganz großen Tieren. Das ist ja nicht so ganz ungefährlich, ne?
Ja, also das Gefährlichste, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, sind die Transportwege zu den Drehorten. Sind vielleicht Städte gar nicht mal so die Tiere. Wolf und der Bär, beide wollen das Gleiche. Da ist ein Stückchen Aas, beide wollen dahin und streiten sich auch noch drum. Das sind natürlich dann so die Rosinen, sage ich mal. Sie haben da jetzt anderthalb Wochen auf der Lauer gelegen. Wie viel Zeit, wie intensiv ist denn der Zeitaufwand für die Magie d'Amore gewesen speziell? Also wir hatten zunächst 2009, glaube ich, begonnen, einen Film fürs Fernsehen zu machen. Zwei Jahre hin ist ja die Kulisse vom Moor kinogerecht, fanden alle, weil man halt wie so Theaterbühnen hat. Das sind ja meistens so Lichtungen im Wald, wo es dann sumpfig ist und wo viel Nebel steht und so. Und dann haben wir nochmal 3 Jahre lang Gas gegeben, nochmal sehr viel gedreht und dann geschnitten und vertont und so weiter und so fort. Und der Mensch sein, die ganze Zeit in der Natur unterwegs. Was jetzt an Eltern und Kinder? Ja, sag mal so, ich weiß ja, dass man Computer parken. Das stimmt. Einpacken, ja. Die Kleinen rein ins Auto und oder aufs Fahrrad noch besser und raus in die Natur. Jan, wir bedanken uns ganz herzlich für den Besuch über MDML. Wer krank ist, geht zum Arzt und bekommt Medikamente und wird hoffentlich recht schnell wieder gesund. Diese Hoffnung haben Menschen mit seltenen Erkrankungen nicht. Denn die Zahl dieser unerforschten Krankheiten wird auf etwa 7.000 bis 8.000 geschätzt. Medikamente dagegen gibt es jedoch nur wenige, da der Absatzmarkt für die Pharmaindustrie kommerziell zu unbedeutend ist. Und so gehört auch Sabine Pitschula mit ihren Ängsten und Sorgen zu den Stiefkindern der Medizin. Wie können wir uns in einer Gefahrensituation wehren? Das fragen sich nach den Silvesterereignissen von Köln und Hamburg viele Frauen. Ein Selbstverteidigungskurs kann da mehr Sicherheit geben und immer mehr Frauen melden sich da auch an. In Thüringen sind die Zahlen sprunghaft nach oben gegangen bei der Selbstverteidigung für Frauen. Ja, eigentlich steckt die Magdeburger Zwickmühle ja noch in den Kinderschuhen. Denn wer am 29. Februar ein Kabarett gründet, weiß um die seltenen Geburtstage eines Schaltjahrkindes. Wir dürfen Hans-Günther Pölitz wohl unterstellen, dass er das bewusst gemacht hat. Schließlich sind er und seine Mitstreiter bekannt für Gedankenspiele, für bissigen Wortwitz und die Pointen, die einem auch mal im Halse stecken bleiben können. Nun aber, trotz des Schaltjahres, wird die Zwickmühle 20 Jahre alt, ein stolzes Alter für politisch-satirisches Kabarett. So, und jetzt der Blick aufs Wetter. Ausgewählte Beiträge und auch die komplette Sendung finden Sie auf mdr.de, übrigens auch mit Gebärdensprachdolmetscherin. Heute hat Sandra Köchi für Sie die Sendung gebärdet und hier ist Ihre Tja, haben Sie es erraten? Mehr Infos gibt es im Videotext auf Tafel 312. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen, pünktlich 11 Uhr.